Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute auch wieder mit einer Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Und zwar, wann wechselt man den Trainingsplan? Warum wechselt man den Trainingsplan? Wann macht es Sinn, den Trainingsplan zu wechseln? Ganz einfach. Es gibt eigentlich zwei Hauptgründe, warum man den Trainingsplan wechseln sollte. Und zwar der erste Grund ist natürlich klar, das ist eine sogenannte Reizanpassung. Das bedeutet, dass ihr natürlich einen gewissen Zeit lang einen Trainingsplan habt, manche zum Teil über ein Jahr lang den gleichen. Und ihr stellt dann schon fest, dass natürlich die Trainingsbelastungsgewichte sich nicht mehr erhöhen. Der Trainingsreiz ist nicht mehr gegeben, man hat kein gutes Muskelgefühl mehr einen Tag später. Und somit ist natürlich die Frage, macht dieser Trainingsplan noch Sinn, wenn ich kein Feedback mehr bekomme, wenn ich kein positives Körpergefühl mehr habe, Spannungsgefühl mehr habe? Dann wird es Zeit, den Trainingsplan zu wechseln. Das ist Nummer 1. Die Nummer 2 steht aber im direkten Eingang mit der Nummer 1. Und zwar die Motivation. Ihr kennt es. Neue Frau, neues Auto, neuer Fernseher, was auch immer. Alles, was neu ist, ist natürlich mit einem hohen Motivationspegel verbunden. Wir machen es gerne. Wir freuen uns drauf. Wir hängen uns voll rein. Und das ist meines Erachtens nach eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Was nutzt es mir, einen super genialen Trainingsplan mit allen Parametern, wenn ich keinen Bock drauf habe, beziehungsweise die Motivation nicht da ist, genau das zu tun? Und in der Regel, je nach Körpertyp, je nach Person, sinkt der Motivationsspiegel nach einem Zeitfaktor X bei meinen Kunden 18, 12, 16 Wochen maximal, da wird der Trainingsplan gewechselt und dann ist der Motivationsschub mehr wieder da. Ich erkenne das natürlich auch immer dann, wenn ich Verlaufskontrollen mache, visuelle Verlaufskontrollen mit Bildkontrolle inklusive In-Body-Messungen, da stelle ich fest, neuer Trainingsplan, neue Ergebnisse, gute Ergebnisse. Genau aus diesen Gründen, zwei Hauptgründe, Motivation, Trainingsreizanpassung, Trainingsplanwechsel und ihr werdet Fortschritte erzielen. Das war's schon von Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Dein Trainingsplan, deine Motivation, meine Aufgabe.